Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xaro und der lieben Xeri. Genau, und zwar heute, meine lieben Freunde, machen wir, ja, der Leo ist auch da, ja, fast vergessen, tut mir leid, die Amy liegt auch irgendwo da hinten. Ja, liebe Leute, wir machen heute etwas Kleines, wir haben ja schon mal ein Video gemacht aus diesem wunderschönen Buch, 100 Dinge, die ein Paar oder ein... Die jedes Paar einmal tun sollte. Die jedes Paar einmal tun sollte. Das letzte war der Paartest. Der Paartest, genau. Und da war noch etwas drin, was wir richtig cool fanden. Und zwar das da. Genau. Lesen? Ich glaube schon, das geht. Genau. Mistet gegenseitig euren Kleiderschrank aus. Seine Lieblingshose ist schon länger aus der Mode gekommen und ihr Sommerkleid hat eigentlich ein unmögliches Muster. Ab damit in die alte Kleidersammlung. Wow, das war laut. Entschuldigung. Ich glaube, mein Ohr ist leicht taub. Du fängst an. Ich soll deins zuerst auslisten. Ja, genau. Damit ich weiß, wie gemein ich zu dir sein darf. Oh, das ist fies. Genau. Tja, Ladies first, ne? Ja. Ja. Ich möchte aber, dass du alles genau beobachtest und filmst. Das werde ich tun. Gut. Ich würde sagen, wir legen los. Ja. Bau! Das ist unser Schrank. Genau. Das ist meine Seite. Ja. Das ist seine Seite. Ja, bevor du öffnest, es tut mir leid, ich bin sehr unordentlich. ich schmeiß meistens mein Zeug einfach nur rein. Ich auch manchmal, teils, und manchmal hänge ich es dann doch auf. Also. Ich kann dir einen Tipp geben. Ja. Das, was hängt, hatte ich schon länger nicht mehr. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich blind sagen, das hier kommt alles weg. So, schauen wir mal. Okay, warte. Weiter geht nicht auf. Nee, weiter geht nicht auf. Wie gehe ich vor? Soll ich Stück für Stück oder soll ich alles raushören? Ich mache Stück nee, für mach Stück. Stück für Stück. Dieses Hemd. Ich weiß nicht, ob du es jemals anhattest. Hat dein Vater dir das mal geschenkt? Ich glaube, das hat mir mein Vater mal geschenkt. Und es ist weg. Ich glaube, ja, das war... Also. Ich glaube, das ist so ein Hemd, das man unterm Sakko anzieht. Es hat einen orangen Streifen. Ja, den siehst du ja nicht unter dem Sakko. Und es hat hier... Nee, aber... Also, da bin ich ganz ehrlich, das tut mir nicht weh. Ja. So, dieses Hemd. Das war einer meiner ersten Hemden, die ich mir selber gekauft habe. Und ich war eigentlich ziemlich stolz drauf. Ganz ehrlich, das hier geht schon ab. Ich glaube, da fehlt schon Schrift. Das ist schon voll ausgeblichen. Ja. Und bügeln tust du es wahrscheinlich sowieso nicht. Nee, also, ich bin nicht so der Mensch, der bügelt. Tschüss. War eine schöne Zeit mit dir. Das muss bleiben. Da gibt es diese violette Krawatte dazu. Krawatte in Anführungszeichen. Ja. So, was haben wir da? Du kannst es dir denken, das Ding ist mehr grau als schwarz. Das ist schon richtig alt. Das glaube ich, habe ich fast zeitgleich mit dem hier gekauft. Persönlich gefällt mir das nicht mehr. Also tschüss. Vielleicht schon ein bisschen, aber ich werde es wahrscheinlich eh nicht mehr. Oh, jetzt wird es schwierig. Ah, oh, bitte nicht. Okay, nein, das kann ich nicht mehr. Das sieht auch noch voll gut aus. Wie alt ist das? 100 Jahre? Das ist schon uralt. Schau mal, das ist noch gut. Hier hat es ein Brandloch. Ja, ich hatte mal eine Zeit, wo ich mich extrem Hip-Hop-mäßig angezogen habe. Das kann ich nicht machen. Da hängen Erinnerungen dran. Auch wenn ich es wahrscheinlich... Nie wieder anziehen. Obwohl, ich hatte es mal irgendwann mal öfters mal angehabt, ein paar Mal. Weißt du, was wir am Ende machen? Hm? Du musst dich einmal so anziehen. So, ja, keine Ahnung. Dieses Cola-T-Shirt, das war von irgendeiner Firma oder so. Ja, eigentlich würde ich es auch wegtun. Oh, das kannst du auch nicht machen. Sag nicht vorher. Entschuldigung. Dieses T-Shirt, das schon so grattlig ausschaut. Ja, die das ist auch uralt. Aber schon mal allein, dass da eine 5 draufsteht, unsere Glückszahl. Stimmt. Dieses T-Shirt hattest du an, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Das weiß ich nicht weg. Nein! Das ist, auch aus meiner, ich wollte Gothic-Zeit sagen, aber... ja, voll Gothic. Hip-Hop-Zeit. So, das hier, ja. Dieses Hemd, ich finde es an sich gar nicht so schlecht, man müsste es bügeln. Ansonsten finde ich es gar nicht so hässlich. Wenn ihr wollt, dass wir ein Video davon machen, wie wir bügeln. Nein! Lass dein Like da. Hast du schon mal gebügelt? Ich habe schon mal gebügelt, ja. Ich krieg das hin. Ich habe auch schon mal gebügelt, da war ich keine Ahnung. Hab 20 Likes, bügeln wir. So, was haben wir hier? Jetzt rate, was ich damit mache. Ah, aufheben, weil du nämlich dasselbe hast. Wir haben nämlich 2 davon. Wir haben damals gesagt, ach komm, kaufen wir das 2-mal. Nee, das war anders. Meinst ein bisschen mehr benutzt aus, finde ich. Das weiß ich nicht mehr so. Mein Vater hat dir den gekauft. Wir wissen bis heute nicht, warum. Der kam mit diesem Pulli nach Hause und hat dir den einfach in die Hand gedrückt. Keine Ahnung wieso. Und warum hast du den? Weil ich den so toll fand, dass wir in das Geschäft gegangen sind und ich habe mir den auch gekauft. In der Männerabteilung, glaube ich, in der kleinsten Größe. Das ist aber auch schon ewig her. Ja, das war ganz am Anfang. In Offenbach war das, oder? Zweite Mal bei dir, ja. Oh mein Gott.
Aha, krass. Schau mal, wie ausgefranst der hier ist. Der ist auch schon so alt. Der gehört. Da. Richtig ausgefranst. Auch von hier Adidas. Unten. Boah, der gehört eigentlich in die Tonne, aber weißt du, warum ich da so dran hänge? Den hast Weil du mir den mit dann gegeben. Hattest, ja. Du warst Wenn in Frankfurt und ich in München und ich habe den jeden Tag in der Schule getragen und er ist mir so viel zu groß. Und alle haben mich ausgelacht und es war mir egal. Ja, die haben das einfach nicht verstanden. Den können wir nicht hergeben, oder? Nein. Müssen wir mal nähen oder so. Oder so lassen. Patina. Das bringt nichts, den zu nähen. Meinst du, das können wir doch annähen? Das schaut doch nicht schön aus. No, da, da ist eine Sicherheitsnadel. Stimmt, ach du Scheiße. Was hatten die da dran gemacht? Das könnte vielleicht. Gott, bin ich so rumgelaufen, Mann. Den ganz einfachen weißen Pulli. Den habe ich ja auch noch mal in grün und ich glaube in so violettblau oder so. Gönn ihn dir noch ein paar Jahre. Ja. Beim nächsten Mal weg. Vielleicht beim nächsten Mal, genau. Was haben wir hier? Ach, das ist der richtige Cola-Pulli. Ah, ja, es gab einen Sommerlook und einen Winterlook. Ah. Das war der Winterlook. Ist eigentlich ist es ja geil, gell? Ja, so. Aber schön, eine schöne Farbe zum Beispiel. Na, ist das halt ist auch schon ein bisschen schön. Ausgewaschen. Eigentlich ist es nicht schön, oder? Nee. Das ist das andere Hemd, das du hast. Ja, kannst, das sein. Mag ich. Es ist zwar sehr knapp, vor allem unten rum. Ja. Also das ist manchmal bauchfrei. Aber es ist super geil im Sommer, weil das mega luftig ist. Ich finde es an sich auch schön, aber nicht, wenn es nicht gebügelt ist. Okay. Ich finde es schrecklich, wenn du es so anhast. Also, Notiz an mich. Bügeln. Mal machen. Bitte anziehen für mich. Nein. Nein. Wir haben mal festgestellt, dass wir die gleiche Hüftbreite haben. Ja, also wir können es ja so machen, Leute. 100 Likes und ich ziehe diese Hose an. Ich muss mir 99 Accounts erstellen. Scheiße, was habe ich da jetzt gesagt? Oh, das muss ich mir merken, das muss ich mir aufschreiben. 100 Likes und er zieht meine Hotpants an. Nein. Die auch noch so gehört. Ich gehört noch umgeschlagen. Scheiße. Bitte nicht, Leute, keine 100 Likes. Ja. Sind wir da? Die mochte ich damals auch voll gern. Die habe ich, glaube ich, auch mit ausgesucht. Ja. Ich mag sie auch, aber da habe ich auch oft das Problem, dass sie zu kurz ist. Ja, gar nicht mal, aber das choppt sich so hoch unten. Ah. Und ich finde sie auch gar nicht, die ist auch schon so ausgewaschen. Die ist einfach schon zu alt. Ja. Und dadurch, dass sie sich dann so hochschoppt und taugt die eigentlich auch nichts. Nee, schade. Bei dem ist die Farbe sogar noch einigermaßen okay. Sag mal, woher hatte ich den aus Kick oder so? Das kann sein, ich glaube sogar ja. Wo ich in meiner ersten Ausbildung war, da hat man einfach nicht so viel Geld und da muss man auch günstig kaufen. Aber das ist krass, Kick, Leute, das ist ein Kick-Artikel. Das ist vielleicht nicht das hübscheste Teil, aber es hält. Und es hält. Der Reißverschluss geht noch. Ausgewaschen ist jetzt auch nicht extrem. Es geht dafür, dass es schon auch ein paar Jährchen alt ist. Geht's auch nicht wirklich fusselig. Also hat kein Band mehr. Ja, das habe ich irgendwo mal rausgezogen, glaube ich. Siehst du den noch an? Ich habe ihn manchmal angezogen, wenn ich so einen Schlabberlook-Tag habe, wo ich nicht rausgehe oder so. Weil so würde ich eigentlich sagen, kann weg, aber der ist bestimmt bequem. Der ist halt auch schön groß. Also für rausgehen würde ich nicht mehr anziehen. Aber zu Hause. Für zu Hause. Ja, ich habe auch manchmal so Pullis, die ziehe ich nur zu Hause an. Vor allem, wenn ich dann irgendwie was ich eigentlich gerne anziehen würde, wasche gerade. Dann muss ich ja was anderes anziehen. Ja. Als ich den gekauft habe, waren meine Hip-Hop-Freunde damals total neidisch, dass ich sowas habe, sowas Cooles. Das ist ja auch schon uralt, das Ding. Also ich war noch dabei. Ja, du warst schon noch dabei, aber... Farben. Also er ist auch schon uralt, aber... 10 Jahre bestimmt, oder? Die Amy. Super. Yay, alte Klamotten. Hä? Nee, das geht gar nicht. Wirklich nicht. Das Teil war schweineteuer und ich bin so stolz drauf. Ich habe das mir damals mit meinem Taschengeld gekauft. Ich habe 2 Euro oder 2 Mark Taschengeld gekriegt. Und das Ding hat 45 Mark oder 60 Mark gekostet. Und genau, man kann es drehen. Okay. Das ist so geil, man kann das drehen. Alle waren neidisch und haben auch immer gesagt, kannst du mir das mal leihen? Ich habe immer Nein gesagt, weil das mein Heiligtum ist oder war. Ja, besser so, du hättest das nie wieder zurückgekriegt. Ja, ich habe so viel. Weißt du, was lustig ist? Als ich dich kennengelernt habe, hattest du das ja schon ein paar Jahre. Ja. Und ich habe dann, da kannten wir uns auch schon ein Jahr oder so, da waren wir in Berlin und ich habe einen Typen mit diesem T-Shirt gesehen und ich denke mir, was macht der hier in Berlin? Aber es warst nicht du. Nein. Dreh nochmal um, zeig nochmal die andere Seite. Haha. Das Ding ist so cool. Und das Schlimme, ja,
Das Schlimme ist, weißt du, wie ich das noch angezogen habe? Hm? Ich habe meistens den weißen Pulli drunter gehabt und dann das drüber. Stimmt, der Typ hat den beigen Pulli drunter, das weiß ich noch. Das haben wir alle so gemacht. Ja. Sogar im Sommer sind wir mit so dicken Pullis rumgelaufen und so. Das ist echt übel hier, dass er das auch nicht mehr zu retten. Und fusseln tut er wie Hölle, da hat er ja auch schon ein Loch. Also den mochte ich total gerne. Und war noch nicht so alt, aber war ja auch schon. Nee, den glaube ich haben wir auch in der Straße gekauft, haben wir zusammen gekauft. Ach ja, stimmt, krass. Das ist noch nicht so lange her, das ist ein Jahr her. Oder? Aber ich hatte den halt einfach voll viel an. Ja. Und dann im Winter hatte ich den dann meistens unten drunter, unterm Pulli oder was auch immer. Ansonsten ja, das musst du jetzt wissen, ob du den noch unten drunter anziehst. Nee. Nein, okay, dann mach ich nicht mehr. Leider nicht mehr. Ciao, ciao. Wenn sie nicht aufsteht, so. Das habe ich auch nur mein Weiß. Dieses T-Shirt ist hier schon total löchrig. Das ziehe ich nicht mal an. Nee. Ist auch gar nicht hier, so ausgewaschen, aber ja, das die hier geht alles ab. Also das kommt weg. Ja. Tut mir leid. Das werde ich auch, ehrlich gesagt, nicht mehr. Schau ich dazu. Oh, die Arbeitshose. Was ist mit der? Ist die noch ganz? Ja, guck mal, Schritt. Der Schritt ist hier. Den habe ich dir schon mal genäht. Ja. Arsch oder so. Ja, da bin ich auch am Auto hängen geblieben. Ja, aber kannst du auf dem Bein kommen, der gar nicht raus. Ja, wie sieht denn das aus? Das Loch. Na gut, okay. Nee, wirklich nicht. Ich mochte die so gern. Ja, dann kaufe ich sie mir halt irgendwo nochmal. Schöne Hose. Ja, das ist aber du hast recht, die gut verwendet. Ja, was die mitgemacht hat. Hast du noch eine lange Arbeitshose, also nur kurze? Ja, Jeans. Ja, gut, stimmt. Oder ein Army-Pulli. Mein Army-Pulli, ja, den hattest du ja auch oft dann gehabt. Der sieht auch noch gar nicht mal so schlecht aus. Der und der ist ja auch uralt schon. Den darf ich dir auch nicht wegmachen. Nee, will ich eigentlich auch gar nicht unbedingt. Den hast du sogar ab und zu mal an, glaube ich. Oh, das war mal eine lange Poco-Hose. Ja. Die haben wir damals auch zusammen gekauft und ich habe die geliebt, aber die ist irgendwann auch so kaputt gegangen, dass wir sie einfach abgeschnitten haben. Ja, ich glaube, ich habe sie sogar so ein, zwei Mal angehabt. Nicht? Aber ich finde... Die war auch ganz schön kurz geworden. Ja, weil hier war sie voll aufgerissen. Ja. Und ich glaube, so dann komplett rüber. Runterknien, dann immer weiter gerissen und dann irgendwann war es dann so weit. Bis zum Knie ungefähr geht's hier. Ja. Ich zieh es nicht an. So, was haben wir noch? Oh, einer meiner letzten Baggy-Hosen, die ich mir gekauft habe, die hat auch schon... Genau, man sieht, dass diese Hose sehr groß ist, sehr breit ist, aber nicht extrem breit. Also das war schon so die Richtung... Stimmt, da hast du schon ein bisschen geschmälert. Wie ich schon die Richtung, wo ich heute bin. Da war ich dabei, da waren wir in irgendeinem kleinen Laden in München irgendwo. Da sind wir hingefahren und hingelaufen. Ja, das war so ein Hip-Hop-Laden, wo auch Snoop Dogg und so schon waren, wenn sie mal in München waren. Nee, irgend so ein Namen, den man nicht kennt, genau. Ha! Meine Fishbone-Hose. Ja, die darf ich dir wahrscheinlich auch nicht weg. Das Problem ist, ich passe wieder noch rein, richtig? Echt? Ja, ich krieg den Knopf nicht mehr zu. Stimmt. Die war auch früher, man sieht das, das ist so ein leicht glänzender, der hatte so einen Schimmer, das war mal früher ein bisschen stärker gewesen. Die ist auch echt noch voll gut, die hat keine Löcher, nichts. Eigentlich voll schade, gell? Ja, aber was willst du machen damit? Vielleicht kommt es irgendwann wieder in Mode und kannst es verschenken. Das war auch mal besser gewesen. Das war natürlich riffliger mal gewesen. Und ja, auch aber nicht es mehr ist so. Cord. Ich fand Cord schon immer hässlich. Das war meine allererste Baggy-Hose, die ich von Samsung geschenkt bekommen habe. Ich fand, dass es immer zusammen so ein bisschen wie ein Schlafanzug aussah. Deswegen fand ich das so süß und kuschelig. Aber eigentlich fand ich es hässlich. Zu der Zeit gab es so komplett Anzüge, die wirklich aus so ganz flauschig waren. Also wie so ein... Ja, wie ein nicht so wie eine Jogginghose, sondern wirklich so langflormäßig. Und da gab es so komplette Sets. Und ich wollte sowas immer haben, habe ich zum Samsung gesagt. Und der hat dann damals mit Dida gegeben und das da dazu. Und es war dann so, war dann halt so die Kombination. Yeah. Und ich hatte das echt oft an. Ja. Heute würde ich es nicht mal anziehen. Das vielleicht schon noch, aber die Hose nicht mehr. Aber nicht, oder was? Na, das geht nicht. Noch nicht. Okay, ich verstehe. Noch geht's nicht. Das hier geht sogar noch einigermaßen. Das ist halt so. Das ist faszinierend, dass das so lang hält, ne? Ja. Das, was so krass fusselt, ja, das ist eigentlich so vom selben Laden fast schon.
und das hält aber unglaublich lang. Und das war richtig günstig, das Zeug. Wir sind dann immer nach Mainz gegangen, da war so ein Laden, so ein Hip-Hop-Laden. Und da haben die das immer gekauft, das Zeug. Voll günstig. Hier hat es schon so ein bisschen, aber das sieht man kaum von weiter weg. So ein bisschen so, hier zum Beispiel zieht es einen Faden. Ja. Das ist so ein typischer Stoff, der anfällig ist. Oh, schau mal, da sind auch schon so Kleberflecken oder sowas. Irgendwelche Flecken, die nicht rausgehen. Hier ist ein Faden gezogen. Aber es fühlt sich so schön an. Ja. Also ich bin ganz ehrlich, das würde ich eigentlich nicht so. Das ziehe ich auch noch an. Also das weiß ich regelmäßig. Das kann ich sogar nachvollziehen. Was haben wir denn da Schönes? Oh, jetzt kommen die Schätze. Ja, jetzt kommen die Schätze. So. Oh, ich habe schon gehört. Ja. Die habe ich dir mal angedreht, aber eigentlich. Ich finde sie ja cool, ja. Also ich mag sie. Ja, aber sie ist so extrem eng. Die ist sieht so gar nicht so eng extrem aus. Eng. Und ich glaube, ich passe da auch gar nicht mal richtig rein. Mhm. Ich habe schon, die letzten paar Monate habe ich schon gut zugelegt. Also jetzt nicht fett geworden, ja, sondern schon dann an, ja, an Masse einfach nur. Ich finde, die ist voll schön, auch der Stoff ist ja, schön. Ja, das ist eigentlich und eine sehr schöne Hose. Du hast sie nur 3-4 Mal an, ja. Sie ist, oben geht's, ja, aber Beine, ich komme da kaum rein. Ja. Also das ist wirklich einfach zu eng, leider. Es ist scheiße, aber war eine Fehlinvestition. Oh, jetzt kommen die Raritäten meiner Kindheit. Die haben wir auch zusammen gekauft, ja, die Klapperhose. Ja, die ist leider auch schon am kaputt gehen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, so jetzt zieh sie nicht mehr an. Genau, da fängt sie am Knie. Und aus irgendeinem Grund habe ich dann gesagt, ich will nicht, dass sie ganz kaputt geht. Und dann habe ich sie ja nicht mehr angezogen. Das stimmt. Und dann kam plötzlich aber der Moment, wo ich dann die schicken Sachen angezogen habe. Da fehlt ein Knöpfchen. Ja, ich glaube, es gibt mehrere davon. Da, ja. Ja. Ich mag schon die cool, total. Ja. Beim Laufen immer. Ich fand das so toll. Ich auch. Ich mag die Hose sehr. Das ist echt schwer, gell? Wir können nicht alles aufheben. Nein, wirklich nicht. Die ist also, sehr groß. Das ist eine Hose, die ich euch dann zeigen muss. Das war, glaube ich, so das krasseste an Baggy, was ich... 36. Ja, das ist das krasseste, was ich an Breite... Auch so der Bund, ne? Also das ist wirklich abartig, wie riesig diese Hose ist. Und die ist hier oben wirklich... Also ja. Ich gucke halt nicht bei mir, weil ich weiß, an. Dass wir ungefähr die gleiche Luftbreite haben, auch wenn das jetzt absurd klingt. Aber so wird auch keiner mehr rumlaufen. Auch irgendwelche Hip-Hopper würden sowas nie wieder anziehen. Diese Zeit ist abgelaufen. Dafür, weil du sie so selten anhattest. Ja. Weil die ist ja so ein Stück zu lang. Ja, genau. Die musste ich immer meistens falten. Okay, die ziehst du am Ende an, ja. Aha. Kannst du sie auch nicht wegschmeißen? Ja, du hast recht. Ich werde es vergessen, wie wir in diesen Laden gegangen sind. Ja, das meine ich nämlich auch. Die anderen sind zwar auch schade und denke ich mir, weiß nicht. Aber das ist halt so eine Hose, das gibt's so nicht mit diesen Rascheln und so. Und das ist einfach so eine Erinnerung einfach irgendwie. Vor allem so, du hast schon recht, jetzt wo ich sie sehe, erinnere ich mich, wie ich mit dir in diesem Laden war. Das war. Und wenn wir sie wegschmeißen, ist die Erinnerung weg. Ja. Wir werden uns nie wieder daran erinnern. Du hast da ja 3 Hosen gekauft, eine reicht ja, wobei die war da auch, aber die fand ich... Die fand ich doof, die wollte ich nicht, dass du sie kaufst. Ja, das war... Ich habe gedacht, ich setze nur einen oben drauf. Und dann war... Irgendwann war dann die Geschichte vorbei mit Baggy-Hosen. Plötzlich habe ich angefangen, dieses schicke Zeug anzuziehen, wo wir jetzt hinkommen. Die ist noch gut, oder? Die ist noch super, ja. Und ich bin dann auch eine Zeit lang nur noch so rumgelaufen. Ja, das stimmt. Eine Zeit lang bist du immer im Anzug rumgelaufen. So krass. Überall. Ich erzähle mal meine Story dazu. Da. Ja, hier... Genau. Ich erzähl mal die Story dazu. Ich bin derjenige, der meistens das Bad sauber macht, muss ich mal dazu sagen. Ja, wenn und, Klamotten daneben liegen. Ja, und muss ich zugeben, war dämlich von mir. Ich wusste es auch nicht, ich habe nicht drüber nachgedacht, dass das eventuell ausgleichen könnte. Und die Waschmaschine stand halt da und ich habe die Toilette geputzt. So, und diese wunderschöne Toilette war danach super sauber. Und leider lag das Hemd neben der Waschmaschine, also die Toilette steht neben der Waschmaschine. Und oder andersrum? Ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall sind dann Spritzer an dieses wunderschöne Hemd gekommen. Spritzer. Ja, Spritzer. Weißt du, was eine Spritze auslöst? Ja. Das sind wirklich nur Spritzer. Und dadurch ist das leider... Da diesen grauen Anzug. Und das ist ja, wobei die Hose hier auch schon... Das ist gar nicht die Hose, aber die hat ja auch schon Flecken. Ja.
weil ich ja in der Zeit, wo ich viel Anzug anhatte, der Meinung war, auch damit arbeiten zu müssen. Tja. Ja. So, jetzt kommen die Anzüge. Das ist mein Kleid. So. Das hier ist hässlich und ist dir zu groß, glaube ich. Das ist zu weit. Echt? Wollen wir es ganz kurz ausprobieren? Nehmen wir schnell an. Ja, das ist viel zu weit. Wo ist es zu weit? Die Ärmel, schau mal, wie die... Ach so, du meinst so Dings. Ja, stimmt, du hast recht. Und zu kurz sind sie auch, die Ärmel. Das ist ja auch der Anzug von meinem Vater eigentlich. Ja, du kannst ihn höchstens fragen, was wird's. Aber schau mal, das hat auch schon einen Fleck hier. Das hat hier so einen braunen Fleck irgendwo. Da. Ja, lass weg. Ja. Brauchen wir auch nicht drüber reden. So. Steht außer Frage. Ja, das ist mein erster eigener Anzug, den ich gekauft habe, der auch heute noch super, noch super passt. Und den ich bei meiner Hochzeit anhatte. Das Sakko zu der Hose, die wir gerade weggeschmissen haben. Echt? Ja. Ach so. Nee, das will ich aufheben. Weißt du wieso? Warum? Das kannst du noch super zu schwarz anziehen. Ach so, das Sakko meinst du? Ja. Mit weißem Hemd oder Dings. Ja, ich weiß. Aber das Sakko ist super noch. Ja, deswegen meine ich. Echt, das kann man dann zu einer schwarzen Hose natürlich anziehen. Natürlich geht das. Okay. Du kannst eine schwarze Hose anziehen und einen grauen Sakko oder was auch immer für ein Dings. Weißes Hemd oder schwarzes Hemd drunter. Du kannst sogar eine Jeans einfach. Das sieht super cool aus. Warte mal, hier. Ja, mit einer Jeans könnte ich mir sogar vorstellen. Das hat aber dann mit was. Einer blauen Jeans dann. Ja, eigentlich mit was Blauem. Aber das hat eigentlich einen super, eigentlich einen schönen Effekt, wenn du einen Pulli drunter hast, eine Jeans, das ist dann nicht zu übertrieben. Stimmt. Ja, hast das recht. Sieht eigentlich super geil das aus. Das ist mit einer blauen Jeans, stelle ich mir gut vor. Deswegen, also das passt auch super, das ist von der Größe her. Das ist ja auch noch nicht alt, das hattest du ja auch erst ein paar Mal an. Weil du hast ja meistens, wenn du den Anzug so privat in der Freizeit getragen hast, ohne Sakko getragen. Genau, nur die Hose und das Hemd dazu. Ja. Deswegen würde ich, also den will ich schon aufheben. Gut. Auf jeden Fall. Ja, dann sind wir jetzt tatsächlich durch. Nein! Doch. Was sind da noch? Das ist meins. Schau mal hier. Wahnsinn, wie leer das ist. Vor allem da unten, das war ein Berg, Leute. Ja, da war alles voll. Ja gut, das hier kommt wieder rein. Ja, das musst du auch nicht aufhängen, einfach reinschmeißen. So. Okay. So. Okay. Wow. Warte mal, wir müssen noch Challenge. Challenge. Du ziehst anziehen. Jetzt das hier an. Ich warte auf dich und dann machen wir eine Pause und dann kommt meins. Ja. Gott, das Zeit. Oh mein Gott. Hey, was geht, Alter? Ja, wo ist los? Hast du so geredet, ja? Hast du so geredet? Nee, nicht wirklich. Bart ab, Bart ab. Na, das geht jetzt nicht. Den gibt er nicht her. Oh mein Gott. Aber das ist immer voll, das ist voll krass, wenn du dein Bart abrasierst, dann siehst du immer aus wie damals. Das ist voll heftig. Schön krass, gell? Oh. Ich finde aber ehrlich gesagt mit dem T-Shirt über dem Pulli, diese Tatsache finde ich gar nicht so schlimm. Wie schlimm habe ich die Hose? Das waren Zeiten, mein Gott. Es fühlt sich interessant an, muss ich sagen. Ja, was fühlst du? Was fühle ich? War schon eine witzige Zeit. Irgendwie. War irgendwie cool. Ich weiß auch nicht. Du kannst so ein bisschen sagen, man vermisst es ein bisschen. Aber andererseits, wenn ich jetzt wieder da wäre, würde ich wahrscheinlich das vermissen, was ich heute habe. Und ich bin ganz ehrlich, so läuft kein Mensch mehr draußen rum. Also wirklich auch kein Hip-Hopper oder sonst irgendwas. Sowas sieht man eigentlich echt nicht mehr. Und ich glaube, mir ist zwar eigentlich immer egal, was andere über mich denken, aber ich würde mich so nicht mehr trauen, rauszugehen, ganz ehrlich. Also, okay, glaube, wie war das? 20 Likes, dann... Was war bei 20 Likes? Bügeln wir. Ah ja, dann bügeln wir. 100 Likes, er zieht meine Hotpants an. Und wie viele Likes, dass du damit rausgehst? 150 Likes. 150 Likes, und wo gehen wir hin? Einkaufen oder so. Ja, ich bin auch dabei, verdammt. Oh Gott. Ja, okay. 150 Likes. Und was, wenn es in 3 Jahren erreicht wird? Und wir kriegen es mit? Ich denke irgendwann. Aber ist klar, dass wir dann diese Hose aufheben müssen. Ja, dann nehmen wir sie auf. Dann nehmen wir sie auf. Gut. Okay. Dieses Outfit und den Pulli auch, den wollten wir auch nicht mehr aufheben. Dieses Outfit wird aufgehoben und sobald 150 Likes erreicht sind, gehen wir so einkaufen. Oh Gott. Wenn ich mich traue, kann ich meine alten Klamotten ja auch anziehen. Oh
mein Gott. Dann noch rein? Das traue ich. Ja, hallo. Vielleicht bist du dann schwanger. Ja, dann natürlich nicht. Dann habe ich natürlich schon so einen Bauch. Pech gehabt. Hey, ja. Vielleicht bist du dann auch fett. Du kannst ja mal... Nee, ja, die Hose passt auch, sagen, wenn so ich fett bin. So fett kannst du gar nicht werden, dass dir diese Hose nicht mehr passt. Ja, das ist echt krass. Oh mein Gott, okay. Aber das mache ich nachher auch. Wenn du bei mir ausgemistet hast, ziehe ich ein Outfit von früher an. Boah, Alter. Oh mein Gott, das ist voll peinlich. Es ist ein interessantes Gefühl. Das fühlt sich an, als wäre ich jetzt 10 Jahre ein bisschen so zurück. Ich würde jetzt voll gerne das anziehen, damit ich auch weiß, wie du dich fühlst. Aber das geht nicht. Nicht wirklich, nee. Aber das mache ich dann auch. Ich ziehe auch ein Outfit von früher an. Das ist schon irre Zeit, muss ich schon sagen. Habe ich den weißen Pulli noch? Der da. Ja, okay. Ich weiß schon ein Outfit, das ich, glaube ich, anziehen kann. Ja! So, liebe Leute. Wir räumen jetzt hier kurz auf und dann... Das ist der Berg, der entsorgt wird. Also das ist schon ordentlich. Das ist nicht wenig, ja. Nein, das ist wirklich nicht wenig. Ja, dieses Video ist jetzt erstmal zu Ende. Der zweite Teil ist dann Xerins Schrank. Also wie ich Xerins Schrank ausmiste. Wir ich hoffen, hab Angst. War ich sehr fies? Nö. Okay, nö. Gut. Passt rein. Das heißt, ich darf auch Wünsche äußern? Ja, natürlich. Okay, danke. Ich kann ja nicht was wegschmeißen, was du dann wirklich noch behalten willst. Also das aber das ist Sinn der Aufgabe. Wenn es dir nicht gefällt, weg. Aber nein, das geht nicht. Kriegen wir hin. Das meiste sind ja Sachen, die wir eh nicht mehr anziehen und trotzdem behalten wollen. Das stimmt, ja. Okay. Ja, genau. Also nicht vergessen, 20 Likes, wir bügeln. 50, nee, 100 Likes, ich ziehe die Hotpants von Xerin an. Und 150 Likes, ich gehe in diesem Outfit, weiß ich nicht, Rimakaden oder Rehm oder was auch immer. Geil. In den Rimakaden fällst du wahrscheinlich gar nicht so auf, wie hier draußen auf dem Land im Rewe, ja, oder so. Da müssten wir vielleicht dann noch weiter ansprechen. Wie findest du das? Oh Gott. Ist das modisch? Das ist der neueste Schrei, was sagst du dazu? Genau. So laufen alle in Amerika rum. Ja, liebe Leute, also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein sehr interessantes Experiment und ich glaube, es ist die richtige Entscheidung, weil es ist einfach Zeug, das man nicht mal anzieht und wieso soll man das aufheben? Es ist halt schon schade, das alles wegzuschmeißen, weil das meiste ja eigentlich sogar noch anziehbar wäre. Aber ich denke, irgendjemand anderes freut sich vielleicht darüber. So, also, bis zum nächsten Mal.